Jo Leute, knappe Kiste, aber dennoch gewonnen und richtig knackige CK-Angriffe. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan True Warriors. Ja, in den letzten Tagen mache ich mich tatsächlich doch ein bisschen mauer, als ich gedacht habe. Das liegt einfach daran, dass ich richtig viel zu arbeiten habe und wir auch so ein paar RL-Probleme lösen müssen. Also nicht nur bei mir familiär, sondern auch auf der Arbeit gibt es reichlich zu tun. Ihr habt sicherlich in den Medien gehört, dass dort ein starker Virus bzw. ein Trojaner unterwegs war und dem mussten wir auch wirklich hart entgegenwirken. Und das hat auch Arbeit und Nerven gekostet, muss ich sagen. Aber es ist noch nicht alles über den Berg, wird aber, denke ich mal, und deswegen bin ich auch wirklich echt wenig zum Clashen gekommen. Bin froh, dass ich meine Angriffe hier durch hatte und der letzte CK, ihr seht das, 40-39, richtig knappe Kiste. Und der Fury, wie heißt der? Fury Can Clan hat hier auch richtig gut angegriffen, muss man sagen, hat innerhalb ein, zwei Stunden hier sämtliche Neuner hier zerlegt, kann man nicht anders sagen, zerlegt mit einer richtig guten Taktik, nämlich mit Hexen. Ich will euch jetzt keinen Angriff zeigen, das würde unsere Bases hier lahmlegen, aber ich gebe mal so als Tipp, ein Golem, ganz, ganz viele Hexen, paar Bowler und Helden. Also richtig krasse Taktik, kann man nicht anders sagen. Ich habe sie auch mit einem meiner RH9er gemacht. Das hat aber nur in Teilen funktioniert, obwohl ich ganz zufrieden war. Aber wir haben hier oben wieder richtig gut gerissen, kann man nicht anders sagen. Und der Mo hier, mit dem starten wir auch, hat uns letztendlich den Arsch gerettet, nämlich zum 40-39. Damit stand es eigentlich, ich glaube, 40-38. Der Gegner hat dann doch nochmal aufgeholt. Aber der Angriff hier hat uns eigentlich mal wieder den Hintern gerettet. Mal wieder RH11, also nach wie vor unsere RH11er. Daumen hoch für euch. Das ist echt krass, was ihr hier abliefert. Ob das jetzt Mojo ist oder der Hocke. Mal wieder mit dem Sixpack hier im CK. Und aber muss ich dazu sagen, ich konnte mit meinem RH10 nicht wirklich viel dazu beitragen. Aber ich habe etwas dazu beigetragen. Also ich werde besser, etwas überlegter, auch was meine Truppen angeht. Und das gucken wir uns aber gleich an. Aber wir gucken uns erstmal den Siegeskampf hier eigentlich an im CK. Letzter Angriff auf die Nummer 6 von Mojo auf den Fefe. Und ja, hier sah man eigentlich schon, Mensch, Overkill. Keine Frage, mit Warden dabei, Max Queen dabei. Und alles noch, beziehungsweise die Queen ist noch zündbar. Der King kriegt ja auch nicht wirklich Schaden. Die Def hier auch nicht komplett RH10-like. Also das war schon ein krasser Angriff hier. Ja, muss man sagen. Also war trotzdem der Gegner auch da nach wie vor Hut ab. Die Neuner sind echt gut. Die haben nämlich unsere Neuner komplett gedreiert und haben dann angefangen im Zehnerbereich ihre ersten zwei Sterne zu holen, was auch richtig stark ist. Also wenn Neuner hochgehen können auf Zehner, ist das natürlich wirklich super. Und deswegen war das hier wirklich auch mal wieder, ich nenne das ja immer so auf Augenhöhe, aber hier oben in dem Bereich ab RH9 oder 8, 9, 10 ist das immer sehr, können das knappe Kisten sein. Also das wird nie so sein, dass es hier so eindeutige CKs sind. Und deswegen war das hier auch von dem Gegnerclan, waren richtig gute Angriffe, auch im oberen Bereich. Gar keine Frage, da hat es, ja, ihr seht das selber, hat es eigentlich nur ein Stern gefehlt. Ich weiß gar nicht, wie es prozentual war. Ja, okay, prozentual hätte es da wahrscheinlich auch beim 40-40 nicht mehr gereicht. Aber das war richtig taktisch, richtig klug durchdacht von beiden Parteien hier und war ein richtig spaßiger, ja, nicht spaßiger CK. Ihr wisst, ich hasse 15er CKs. Und wir fangen hier mal ganz, ganz unten an. Ja, ihr seht selber, so fängt das hier unten an. Also das ist schon knackig. Das ist schon RH
9, Maxed Out Dev ohne Mauern mit noch nicht ganz so hohen Helden. Aber unsere kleinen Clankriege, wenn der Gegner denn so konsolidiert ist wie der Fury-Clan hier, dann sind das schon starke Bases mit starker Dev und da musst du dir schon was einfallen lassen. Fälschlicherweise habe ich hier gesagt, ja, Ragnar kann ja nichts anderes, weil er auch nur die guten Truppen hat hier. Aber er hat nicht ganz Unrecht, solange es funktioniert, soll man es durchsetzen. Also never touch a running system or never touch a running Clan-Zusammenstellung. Und dann waren das hier richtig starke 3 Sterne. Hier 15 auf 15, gerade bei den kleinen CKs. Deswegen sage ich immer so, ich hasse die ja so, weil du darfst einfach nicht großartig verkacken. Und sind auch hier im unteren Bereich. Die Bases waren wirklich schwer. Also unsere Neuner, auch ich mit meinen 2 Accounts, habe mich hier richtig schwer getan, überhaupt 2, wenn nicht sogar 3 Sterne zu holen. Aber es mussten dann hier schon, ich zeige das ruhig mal, 10er ran, denn die Bases hier sind echt nicht schlecht gewesen. Für RH9, ich hätte jetzt nicht gesagt, nicht machbar, schon machbar. Aber du musst wirklich die richtig gute Taktik dafür haben. Und das fehlt manchmal mir auch, nicht in einem Kampf, da hat es mir mal nicht gefehlt, aber wie gesagt, da komme ich gleich mal zu. Aber hier müssen dann 10er ran, wie der WW8. Wir hatten auch einen kleinen, ganz, ganz kleinen Vorteil, denn wir waren oben im 10er-Bereich etwas besser bestückt als der Gegner, denn der Gegner hatte viel, viel mehr 9er als wir. Dafür haben wir, ich glaube, 2 Zehner mehr gehabt. Also so ein bisschen rettet einen das natürlich nach unten. Denn ich denke, so ein Clan, wie wir es mittlerweile sind und auch mit der Erfahrung, mit den Truppen, dreiern unsere Zehner hier, auch wenn sie noch gar nicht so stark sind. Ich meine, ich will nicht sagen, der WW8 macht immer starke Angriffe hier. Dreiern wir die Neuner in der Regel schon, egal was da für eine Base steht. Ihr seht das ja auch, das ist richtig ein kleiner Overkill. Aber das macht nichts, er hat halt spät angegriffen. Konnte hier bei der 13 und auch, glaube ich, die 14 hat er auch gemacht, noch die beiden Sterne rauspicken, die wir vorher versäumt haben. Und dann war das hier eigentlich ein guter Angriff. Auch wenn es ein RH10 war. Aber hier sehen wir RH9 auf RH9 und hier sieht man auch mal, wie, ja, ich meine, diese Base war eigentlich noch eine der, hätte ich fast gesagt, leichtesten Bases. 13 auf 12 jetzt mit einem Go-Lalun. Der Yannick kommt hier rein und nimmt mittlerweile komischerweise immer 2 Golems mit. Jawohl, Mario, auch dafür voll den Daumen hoch. Ich denke mal, die beiden Golems haben auch richtig gut in der Mitte abgetankt. Für den Rest nehme ich. Und dann war das schon ein sehr starker Go-Lalun. Nach wie vor Loon-Angriffe oder Go-Lalun-Angriffe und Hog-Rider-Angriffe im RH9-Bereich, ich glaube in meinem Thumbnail habe ich es ja auch so benannt, sind nach wie vor stark. Man muss sich einfach nur entscheiden, was nehme ich? Nehme ich Hogs oder nehme ich Go-Lalun? Denn im Moment sind das einfach die beiden führenden Angriffsstrategien hier. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht du in die Base kommst, entscheidest du dich für, ich mach mal Luft oder ich mach mal Boden. Ich habe mich hier mit einem meiner RH9 Accounts ganz klar für Boden entschieden, war auch schon mein 2. AG. Und ich muss sagen, ich habe da auch ein bisschen Eier mal besessen. Das habe ich sonst ja nicht immer. Aber hier habe ich einfach Mut zur Lücke genutzt, habe gedacht, du kannst eh nichts verlieren hier mit deinen RH9ern. Weil das Dreiern hier RH10er und ja, also im Zweifelsfall, und habe deswegen diese Base hier mal mit einer Kombi gemacht, die ich die Nacht vorher noch geguckt habe, nämlich bei einem anderen YouTuber. Ganz andere Zeitzone, aber manchmal, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, kannst nicht schlafen, plötzlich poppt was hoch, oh, neues Video, richtig cool und richtig schöne RH9 Fights, mal mit einer ganz anderen Taktik, allerdings mit viel, viel höheren Helden, als ich sie habe in dem RH9 Bereich. Aber wir können trotzdem mal reingucken, wie ich das denn jetzt so gemacht habe. Ja, was habe ich mir eigentlich bei dieser Base gedacht? Ich habe gedacht, die Helden sind relativ weit am Rand.
und du bekommst die CC in jedem Fall hier gelockt mit irgendwas, was auch immer da rauskommt, ist eigentlich scheißegal, und schaffst hier die Helden mit kleineren Truppen. Die kleineren Truppen hießen dann bei mir Walküren. Das sind ja nicht mehr die Endbringer hier im RH9-Bereich, zumindest nicht, wenn man sie in Masse einsetzt, aber für diesen Angriff hier waren sie genau richtig. Und ich habe danach komplett nur Hox benutzt, das heißt also keinen einzigen Golem, kein Riesen, keine Heiler, kein gar nichts, sondern only Helden, ein paar Walküren und richtig eine Masse Hox, die hier also richtig fit dann die Base rücken. Aber wir gucken selber mal rein, ich kann es ein bisschen kommentieren, weil ich es natürlich auch mitbekommen habe. Und ich habe exakt auch die gleichen Truppen nachgebaut wie in dem Video, was ich gebaut habe. Das fand ich eigentlich auch sehr witzig, obwohl ich gedacht habe, mal gucken, für was du die brauchst. Habe mir gedacht, weil gerade die untere Ecke hier um die Queen, um den King rum, die CB, die musst du irgendwie clearen, damit du mit deinen Hox in den Rest dieser Base reinkommst. Und ich habe jetzt einfach erstmal die CB ein bisschen gelockt. Das war noch nicht alles, denn hier kamen noch zwei Loons raus. Das wusste ich aber. Und dementsprechend habe ich auch so ein bisschen Richtung CB meinen zweiten Gift geworfen. Einfach so ein bisschen vorausschauend, da fliegen die dann schon rein. Ja, das sieht man hier. Kommen jetzt mit einem Riesen, der einfach nur ein bisschen die Lakis ablenkt, der stirbt sofort. Gar keine Frage, aber King und Queen regeln hier jetzt. Und jetzt kommt auch schon die gegnerische Queen und der gegnerische King. Und ich habe 5 Walküren dabei. Die habe ich nämlich jetzt genau gesetzt, nur um die CB. Nee, nicht die CB, die war ja only Luft. Aber nur um die Helden hier zu killen. Um die CB, also mit meinen Helden, beziehungsweise eigentlich mit meiner Bogenschützenqueen, platt zu machen. Und das ist mir auch richtig gut gelungen. Da habe ich gedacht, yo, das kann was werden. Ja, einmal ein Wutgesetz hier, dass sie nochmal richtig Power kriegen, die Walküren. Und dann gehen die hier auch schon ein bisschen los. Ich wusste, dass hier unten eine Riesenbombe ist, also habe ich erstmal nur einen Hock gesetzt, der kann dann auch nicht sterben. Und die anderen habe ich auch nicht wirklich Searching gesetzt, sondern ich habe ja eine richtig, richtige Masse an Hocks dabei. Nämlich, ich glaube, es war von mir 24 Hocks plus 6 Hocks, da kommen sie, noch aus der CB. Das heißt also Level 7 Hocks noch mit hier in die Base reingepackt. Der letzte Heil war ein bisschen verpeilt, weil ich gedacht habe, die Hocks reiten da mit Masse rein. Das tun sie aber nicht, den hätte ich vielleicht dann doch auf den X-Bogen und den Bombenturm hier setzen sollen. Aber ich habe noch ein bisschen Glück gehabt, dass es so ein bisschen wenigstens so Randheilung gab. Und ich denke mal, das ist mal eine Kombi hier für RH9. Die lohnt sich gerade, wenn man so Bases hat, wo wirklich beide Helden so extrem am Rand stehen. Ich habe auch selber gedacht, da musst du jetzt mal Mut zur Lücke haben. Schaffst du die CB nicht und schaffst die Queen hier nicht, dann ist der Angriff für den Arsch. Ja, muss man ganz klar so sagen, denn ja, es sei denn, ich lasse die Hox von einer ganz anderen Seite kommen, dass ich noch richtig viele habe, um am Ende die Queen wegzumatchen. Aber das wird dann schon richtig schwer. Und so ist mir das, glaube ich, ganz gut gelungen hier. Also ich war auch richtig zufrieden, als ich den Angriff hier gemacht habe. Und habe mich auch richtig gefreut, habe gedacht, Mensch, das ist echt eine Taktik. Die kannst du mal wieder mit, oder überhaupt, die kannst du mit einbauen. Das hast du irgendwo gesehen, das habe ich dann irgendwo umgesetzt. Und ja, ich denke mal, richtig schönes Ding hier, 10 auf 11, war auch zum Ende des Bereichs, sodass unsere Zehner sich wieder ein bisschen nach oben orientieren konnten. Und das haben sie auch gemacht. Wir sehen hier mal den Lukas, der sich ein bisschen Ass abgefreut hat. Hurra, ich muss mal nur RH9 machen und kann sie sogar dreiern. Ja, wir gucken mal, wie er es hier gemacht hat. Ich habe den Angriff auch tatsächlich nicht live mitbekommen, nur seinen zweiten. Aber auch hier hätte man ähnlich vorgehen können. Ja, Queen und King am Ende, Clanburg ganz außen, da auch das, die hatte ich erst im Fokus bei mir mit meinem RH9, aber der Lukas ist mir hier ein bisschen zuvor gekommen, war jetzt nicht so schlimm, 3 sind 3, auch in dem Bereich hier, und da war ich nicht sauer oder so, da habe ich irgendwas gesagt, sondern habe gedacht, naja, da guckst du jetzt mal die 13 an, die ich ja eben dann gemacht habe, und probierst das da, aber hier wäre das genauso gegangen. Ja, erst nur mit Walküren, mit den Helden, zweimal Gift, ja, einmal reicht vielleicht, je nach
je nach Klasse der Helden. Also mit 2024 habe ich die RH9er natürlich noch nicht so hoch. Zumindest nicht den Donner und den Alex. Der Avatar geht da schon etwas komfortabler vor. Der ist jetzt schon fast bei 28 mit der Queen und 25 mit dem King. Also da geht es auch dem Ende von RH9 zu mit, ich glaube, noch 4-5 Mauern. Und so waren das hier auch von Lukas richtig krasse, schöne 3 Sterne auf die starke RH9 Base. Also die Base ist hier wirklich von dem RH9 Bereich gut ab. Ich hoffe, dass sich unsere Leute da so ein bisschen was von annehmen. Die ein oder andere Base einfach mal nachbauen und die Strategien und auch die Defenses der Gegner so ein bisschen nutzen. So, nur noch die Bauhütte hier und dann war diese Base hier auch Geschichte. Hier hinten machen ausnahmsweise mal Riesen die letzte Bauhütte. Ah, auch nicht schlecht. Jawohl, schnappt's euch. Super. Richtig gut gemacht hier. Richtig starke Fights. Aber wie gesagt, auch der Gegner hat uns richtig krass zugesetzt und so ein bisschen hat mich das ja nicht gefreut, aber es fordert einen so ein bisschen raus. Den haben wir schon gesehen, dann gucken wir uns natürlich mal wieder einen Angriff vom Hocker an. Hocke im Moment, zumindest was RH10 und auch RH11 angeht, also auch er hat sich danach, glaube ich, noch ein RH11 geschnappt. Diese Angriffe hier angeht, richtig krass dabei, diesmal mit Bowler und Hexenkombi, also nicht wie wir es eigentlich gewohnt sind von ihm aus der Luft. Hier stand die Lars natürlich auch sehr, sehr zentral, muss man sagen. Und so ist er hier auch mit der Kombi, diese Masse an Truppen hier in der Base, das ist echt krass für einen Elfer. Denn du hast ja noch deinen Warden. Mit der Fähigkeit machst du sie kurz einmal gegen Schaden immun. Je nachdem, wie der Level hochsteigt. Das habe ich mir noch nie angeguckt. Die Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Ich glaube, je nachdem, wie hoch der Level vom Warden ist, desto länger auch die Dauer der Unverwundbarkeit der Truppen, die in seinem Radius sind. Je nachdem, ob Luft oder Boden. Hier steht er natürlich auf Boden und hilft dir immer mal wieder mit seinem Strahl, die ein oder andere Def oder das ein oder andere Lager wegzumachen, was auch nicht schlecht ist. Vor allen Dingen, weil er noch immer noch seine Range besitzt dazu. Und das ist natürlich wirklich gut hier. Keine Frage. Das habe ich auch erst etwas später beobachtet, dass er natürlich teilweise richtig weit in Range ist. Ich glaube, richtig witzig ist, wenn man den mit R-Truppen auf Luft mitnimmt, da ist er natürlich ein bisschen anfälliger für Luft. Ja, das heißt also, dann wird der Warden auch von Luftbomben gemacht oder Luftfallen, weil er auf Luft steht und somit als Boden, als Lufttruppe gilt. Und deswegen muss man natürlich so ein bisschen an der Stelle aufpassen. Aber ja, kann man sicherlich mal machen, kann man mal ausprobieren. Aber hier ist es die Masse an Hexen, glaube ich, die jetzt den Rest hier machen. Der Golem-Tank da oben noch, dieser Mini. Zerplatzte Golem, King noch dabei. Ja, schönes Ding hier von Hocke. Irgendwie taucht er ja auch in jedem Video auf, aber was willst du machen? Er macht halt in unseren CKs zurzeit immer richtig schöne Angriffe hier. Auch wenn das teilweise RH10 auf RH11 ist, das ist halt unsere Taktik. Aber wenn man hier sieht, 4 auf 5, das ist nicht weit weg. Ja? Und schönes Ding hier. Sauber. Richtig gutes Teil. Ja, und dementsprechend, ich glaube, hier war es dann der Vierer, den Hocke dann noch gedreiert hat. Ah, leider Maste diesmal mit nicht ganz so viel Glück. Ein bisschen unkonzentriert zur Zeit. Der Mastengo. Ich hatte mich schon fast auf die 1 vorbereitet, hatte aber gedacht, Mensch, auf die 7 könntest du vielleicht eher einen 3 Stern schaffen. 93%. Ja, ich bin nah dran. Ich hatte eine normale Taktik, also nichts Außergewöhnliches, nichts, was irgendwie nicht von unserer Welt ist hier. Und hatte mir hier eigentlich gedacht, mit einem relativ normalen Go-Lalun hier reinzukommen. Ziel war es eigentlich auch, wenn das hier ein Warden ist, das ist dann ein Engineering-Base hier, tut er mir nicht wirklich weh, der blitzt 2-3 Mal und dann ist gut. Aber gerade diese Def hier, die ist noch komplett RH9-10 und kam mir natürlich so ein bisschen entgegen. Mein Sprung sollte hier auf den X-Bogen kommen oder auf dieses Mauerstück hier, damit ich wenigstens diesen
Inferno hier erwische. Das ist mir auch gelungen. Was ich nicht bedacht habe, obwohl ich mir den ersten Angriff angeguckt habe, hier hinten bei der Bauhütte, steht ein Tesla. Ja, und den habe ich nicht mehr im Fokus gehabt, muss ich sagen. Und eigentlich, ja, ich warte jetzt auch richtig schön lange mit meinen Truppen. Gerade wenn ich solche Bases machen muss, die Golems tanken ja doch schon. Na, sie, also der Golem tankt hier wunderbar. Ich kriege hier richtig gut meinen Funnel hin. Denn ich wollte unbedingt meine Bowler hier in dieser Base haben, Level 3 Bowler, damit die hier nochmal richtig mit aufräumen. Das ist mir auch richtig gut gelungen. Die gehen, ich glaube, bis auf einen gehen die alle mit rein hier. Was richtig gut hier ist, gifte hier die Clanburg doppelt. Ich wusste auch, was rauskommt und komme eigentlich genau in die Base, wie ich es mir gedacht habe. Schaffe mit meinem King, also mit meinem Killsquad, mindestens den einen Inferno-Turm hier, die beide auf Multi standen, hüpfe dann noch ein kleines Stück weiter. Meine Golems und die, auch die Bowler tanken richtig gut. Und dann wollte ich von hier unten mit meinen Loons kommen. Auch das ist mir gut gelungen. Finde ich eigentlich. Ich habe nur zwei Lava-Hunde dabei gehabt, weil die Lars jetzt nicht so stark waren. Und habe mir gedacht, ich friese hier lieber die Masse an Flächenschaden für meine Loons. Ich glaube, auch das glaube ich, war eine gute Geschichte. Aber hier hinten poppt dann der Tesla auf. Und ich habe gedacht, ah, tolle Wurst. Ja, nicht dran gedacht. Hätte den Rest jetzt eh nicht geschafft. Die Loons haben es nicht ganz durchgepackt. Mit einem kleinen Quäntchen mehr Glück. Oder mit vielleicht noch einen Loon im Petto lassen. Ich hatte mir das auch in den Videos, die ich mir angeschaut habe. Ja, hier habe ich ein bisschen Pech. Da kriegt die Queen nochmal eine Riesenbombe ab. Und hab gedacht, da war immer die Rede davon, lass dir ein, zwei Loons noch so als Backup, als Cleanup. Ah, hier hätte ich sie super gut gebrauchen können. Gar keine Frage, auf den Bogenschützenturm hier noch zwei Loons. Die hätten hier sogar den Tesla noch gepackt. Aber so, ja, bleibt natürlich der Bogenschützenturm hier oben stehen. Und ich renne irgendwo in die 93% rein. Ja, was willst du machen? Aber ich glaube, ich werde etwas besser. Ich werde ein bisschen sicherer hier, auch was so Infernos angeht. Bisher hatte ich da immer ein bisschen Respekt vor. Ist halt so, ja. Und aber ich denke mal, die 93% hier waren für mich absolut in Ordnung. Das war fast ein Dreier, also wirklich gut. Hab, glaube ich, ein gutes Konzept gehabt. Nur drei Mauerbrecher dabei, das ist für mich ja auch unglücklich. Ich denke ja immer, oh Gott, wenn die da verrecken, da liegt ein Bömmchen oder was auch immer, dann nimmst du mal lieber 6 mit oder 7. Nein, ich habe diesmal wirklich minimal für die Level 8 Mauern hier am Ende mitgenommen oder am Anfang mitgenommen. Und ich fand es für mich in Ordnung. Das waren auch nochmal ein paar Prozente mehr hier auf die Base. Und so war das hier ein wirklich schöner CK, muss ich sagen. Hat mich echt gefreut. Ja, es gibt ein kleines Dorf-Update, auch bei mir. Ich habe 4 von 5 Bobs beschäftigt, das ist natürlich super. Und alles läuft noch richtig schön lange. Also 2 Tage, 3 Stunden, da fängt es an. Der Bomb-Tower, der ist dann ja auch längst noch nicht fertig. Aber mein X-Bogen geht jetzt in die letzten 4 Tage. Kanone 4 Tage, 19 Stunden. Mortar 7 Tage habe ich jetzt vor ein paar Stunden angeworfen. Habe also reichlich reingefahren. Habe auch wieder hier in der Ecke hier hinten, das ist ja mein Ziel hier, dass ich diese Ecke hier um die Fabrik hier mit den mit den Level 11 Mauern mache und dass ich dann endlich mal zu dem Außenkreis komme. Ich denke, ich habe auch noch Zeit genug, auch mit meinem Delex und Elex komme ich ganz gut voran. Ich habe noch einen Tag und ein paar Stunden hier die Forschung der Hogs, die werde ich in jedem Fall einbauen. Denn im ersten AG hätte ich sie richtig gut gebrauchen können, zumindest auf 6, weil die gehen ja doch schon noch von den Hitpoints richtig hoch und auch vom Damage Output. Das ist für RH10 designed hier, denke ich mal. Und ich werde sie auch einsetzen, ganz, ganz sicher, in welcher Form auch immer. Das werde ich dann sehen. Aber ich freue mich schon drauf. Nächste Forschung wird wieder was Dunkles, denn das läuft natürlich irgendwann über. Ich muss die Helden nicht mehr machen und kann jetzt erstmal dunkle Forschung machen. Mal gucken, ob es die Lakis werden oder ob es die Zauber werden. Ich glaube, der Giftzauber, den nehme ich ja doch schon sehr, sehr häufig mit und auch präferiert. Also eigentlich immer mit dabei und immer auf Max-Level, zumindest in meiner CB. Und deswegen würde ich ihn auch gerne auf Level 4 bringen, weil
der bringt da nochmal eine echte, nicht Beschleunigung rein, aber, stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht, Leute, was ich euch erzähle. Den hier wollte ich vielleicht leveln, ja, mit 80.000, denn der bringt ja nochmal richtig Speed hier rein, 40 Speed und hält nochmal 5 Sekunden länger. Also ich glaube, diesen hier wollte ich machen, den Haste Spell, weil mir natürlich Luftangriffe jetzt sehr, sehr nahe liegen. Und zumindest was der RR10-Bereich angeht, denn ja, ich habe ja so ein bisschen dafür hingebaut, mit den Dreier Lava Hounds und den Sechser Loons. Muss ich mal gucken. Ich denke mal, da geht auf jeden Fall was. Was mich aber richtig freut, und das kann euch auch freuen, in den nächsten Folgen. Ich hoffe, dass ich mal wieder jeden Tag eine schaffe. Ich bin ganz untröstlich, dass ich es im Moment echt ein bisschen verpeile, hier Videos hochzuladen, zu schneiden, zu bearbeiten. Das kostet alles, seht es mir nach, das kostet alles Zeit. Und manchmal habe ich sie einfach nicht, auch wenn ich hier mal eine halbe Stunde am Rechner sitze, bin ich nicht so in super Stimmung und sage, so, jetzt musst du aufnehmen, sondern nehme dann lieber so einen qualitativ richtig guten CK hier mit auf. Das ist mir viel, viel lieber als so eine Halbgeschichte. Und freue mich vor allen Dingen, dass ich mit dem Barfuß in einem richtig guten Clan gelandet bin. Da war ich vorher in einem Level 15 Clan, der war gut. Aber der hat halt mal wieder Probefight gefordert. Die mache ich ja nicht. Und mit Masse auch startet das da auch bei RH9. Ich habe dann irgendwann Einsehen gehabt, das hat keinen Zweck hier. Die nehme ich eh nicht mit. Und bin aber jetzt in einem wirklich guten Clan gelandet. Ich freue mich auch, die haben mir auch gleich gesagt, wir nehmen dich mit, gar kein Thema. Finde ich richtig gut. Mit dem Avatar bin ich auch in einem Account. Alter, jetzt bin ich durcheinander. In einem Clan, der richtig nett ist. So ein bisschen aus der Community heraus, wo ich natürlich Einladungen so ein bisschen verfolge. Und die Leute sind total nett. Das kann ich mir auch als Stammclans vorstellen. Ja, also, da geht mir auch immer richtig schwer einer ab, wenn ich die dann nach 2 CKs oder so wieder verlasse und sage, ja Leute, ich ziehe jetzt mal weiter, weil mir natürlich die True Warriors noch viel mehr ans Herz gewachsen sind, weil wir hier auch schon wirklich viel erreicht haben. Jetzt den ersten CK nach Level 13 erfolgreich abgeschlossen haben, jetzt einen 5er Wien-Zweig haben und ich glaube auch der nächste CK ist auf unserer Seite. Denn jeder hat mal wieder so ein bisschen was dazugelernt. Wir haben ein bisschen was gesehen. Haben hier einen kleinen Vorteil, was RR11 angeht im Moment. Haben eins mehr. Und haben hier unten noch ein RH9 mehr. Nämlich den Ragnar. Ja, also... ich habe was gezeigt. Entschuldigung. Also gefundenes Fressen hier. Und deswegen sehe ich auch unserer Zukunft hier sehr positiv entgegen. Ich sehe schon wieder einen Social Kontakt. Den kann ich leider nicht mehr annehmen. Wir haben hier ein bisschen ausgedünnt. Das liegt einfach daran, auch wenn man hier meint, wir können hier nur mit großen Helden angreifen. Das ist natürlich nicht so im kleineren RH9-Bereich. Ich habe das auch im Vorspann ja reingeschrieben. Wir suchen im Moment RH9-willige Warrior für uns, die also mit ihrer Base und mit ihren Truppen, also wenn es nur 10er Helden sind, und die Base passt da absolut zu, also nicht Maxed Out Base oder so, sondern noch Base im Aufbau etc., dann passt das zu uns. Das ist nicht so, dass wir hier sagen, wenn hier ein Neuner kommt, der muss eine Max Base haben, aber wenn seine Helden natürlich nicht passen, dann bringt das nichts. Und deswegen haben wir hier heute Abend auch so ein bisschen, muss ich sagen, ja, ein bisschen aussortiert, ja, weil wir sind hier ein starker Clan, waren 45 Leute und dann hast du hier nur 14 Grüne. Das kann irgendwo nicht sein. Und wir gucken hier schon mit mehreren Leuten sehr, sehr genau, wer hat eigentlich beide Helden da und wer ist trotzdem rot und hängt hier nur ab. Dann entweder fragst du natürlich nach in unseren sozialen Gruppen, Leute, was ist los? Oder aber du kriegst die Leute erstmal, ist einfach so, muss man gnadenlos durch, hat unser Anführer hier auch durchgezogen und deswegen haben wir ein bisschen Platz, also gebt euch einen Ruck. Kommt zu uns, zu den True Warriors, clasht mit uns, Clash of Clans. Und das war es erstmal von mir, erstmal dem Thorsten Akatoto. Ich freue mich, wieder mit euch clashen zu können. Und ich würde sagen, bye bye, bis in einer nächsten Folge. Oder ich hoffe ja immer noch auf den nächsten Stream mit euch. Und tschüss.